Tja, ich würde mal sagen, dann setzen wir einfach mal fort. Wer war sie? Prinzessin Leia Organa. Ihr Vater ist Bail Organa. Mein Kontaktmann im Senat. Ich will mit ihm reden. Das geht nicht. Ich habe seine Tochter auf einem Planeten voller Sturmtruppen gerettet. Es geht nicht, weil ich ihn nicht finden kann. Er ist verschwunden, Junge. Was? Wann? Bail wollte, dass ich ihm helfe, Leia zu retten. Ich weigerte mich und er suchte einen anderen Jedi. Meisterin Shakti. Ich sagte, das sei zu gefährlich, aber der Narr ist gegangen. Allein. Und verschwand, sobald er landete, auf Velusha. Die Macht ist stark in dir, mein Junge. Wenn du meine Gedanken spüren kannst. Ihr seid leicht zu durchschauen, alter Mann. Dann sollte die nächste Mission klar sein. Wir gehen nach Velusha und retten Senator Organa. Okay. Na, wen haben wir denn da? Esst auf, Senator. Warum haltet ihr mich hier fest, Maris? Ich denke, eure Meisterin wäre entsetzt. Ich brauche euch zum Verhandeln, falls Vader kommt. Jetzt seid still und esst. Und solltet ihr an Flucht denken, vergesst nicht. Mein neues Haustier ist sehr hungrig. Die philoschianischen Bewohner haben sich doch ein bisschen verändert. Die sind eher zombie-mäßiger geworden. Wollen wir das Level nochmal anspielen? Dann mache ich eine Aufnahmepause und dann spielen wir es, glaube ich, noch weiter. Logischerweise. Velusha ist von pilzartigen Lebensformen und sehr großen primitiven Pflanzen überwuchert. Jaha. Ja, der Slide hat Stil. An sich könnten wir alles platt machen oder wir warten, bis sie sich gegenseitig platt machen. Nee, ich wäre für alles platt machen. Hauptsache, die Kerle greifen mich jetzt an. Ich habe mich gerade vor den ganzen Velushianern beschützt. Da vorne ist ein Holocron. So, scheiß E-Netzgeschütz. Ping! Komm her. Dunkler Velushianer. Wartet mal, wie kommt man da? Ich hasse dieses Ding. Wie kommt man da jetzt am besten hoch? Ich habe keine Ahnung, wir müssen uns irgendeine Brücke bauen oder sowas. Ja, dafür muss ich erstmal ruhig sein. Autsch. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Autsch. Diese scheiß Blasen. Oh Gott, wir haben fast keine Lebenspunkte mehr. Wer auch immer von irgendwo geschossen hat, hat es auf jeden Fall gut gemacht. Das sind Velushianer. So, jetzt haben wir zumindest ein paar Lebenspunkte wieder regeneriert. Weg mit den Sprengsätzen. Oh, wir können die Leute mit dem Zahn aufspießen. Na komm schon. Da fehlt uns noch ein kleines Stück zu. Das heißt, wir müssen von irgendeiner erhöhten Plattform abspringen. Da
dürfte sich eigentlich dieser Pilz hier anbieten? Aber da rutschen wir mal runter. Haben wir sonst noch irgendwas? Die Wurzel hier vielleicht. Ja. Kommt nicht weit hoch, aber man sollte reichen. Es hat gereicht. Vor allem haben wir jetzt wieder volle Lebenspunkte. Gut, hier sehe ich keine Holokrone mehr. Wollen wir es mal weiter durchbewegen? So. Scheiße, wo seid ihr dort? Wir gehen erstmal hier hin. Ha! Müsste man halt einfach das große Ding da auch abnehmen können. Ich wunderte schon, dass die Leute noch nie was hier in den Sachen drin versteckt haben. Ich habe hier mein eigenes Geschoss. Ein EWEM-Geschütz. Tja. Schade für das EWEM-Geschütz. Dass sie uns auch immer wieder neue Munition liefern müssen. Daneben. Arsch. Nein, nein, komm, geh da runter. Hinter, meine ich. Nicht runter. Oh, das kann man sich hier gut hinter verstecken. So, du bist termiert. Ping! Oh Gott, da ist ja noch einer. Oh ja, ich glaube, mit zwei Blitzangriffen ist es besser, wenn man... Also zwei Blitzangriffe hintereinander. Ping, 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 ping. Ping, ping, ping und... Oh Gott. Zack. So, machen wir denn jetzt? Wir gehen am besten weiter. Gefunden. Hier irgendwo muss eins gewesen sein. Oh Gott, wie kommt man da denn jetzt hoch? Komprimierter violetter Lichtschwertkristall erhalten. Ja, nehme ich gerne mit. Oh, daneben. Verdammt, da kommt man nicht hoch. Wow, wo sind wir denn hier? Ich will da hoch. Ja, komm. Oh Gott, sind das viele. Wir müssen hier irgendwo hoch. Ne, müssen wir nicht. Ha! Damit kann man auch das Geschütz zerstören. Aber das Ding kommt weiter. Hör auf mich zu schießen! So, wir müssen irgendwie noch eigentlich da oben hinkommen. Aber nee, wir brauchen nur die gelben, nicht die roten. Also die Jedi-Holokrone statt die Sith-Holokrone. So, das Ding sieht doch prädestiniert dafür aus, dass man da so rüberkommt. Ich weiß gar nicht, was man ohne den Sprintschub denn machen würde. Denn ich meine, schaut euch das mal an. Hey! Was soll das denn jetzt? Wie, ich habe das Holokron nicht eingesammelt.
Doch, habe ich noch. Und tschüss. Oh, dass ich erstmal einfach mich nicht bewegen durfte. Ja, erstmal ganz kurz die Ansicht drehen und dann... Wir haben hier genug Schuss. Also Munition haben wir hier wirklich ganz schön viel. Ich hoffe einfach mal, dass ich das Ding so treffe. Aber dadurch, dass ich Boni kriege, würde ich mal sagen, dass ich das Ding treffe. Ja gut, die Dinger wachsen ja nach. Treffe ich denn zumindest? Oh ja. Zack. Aua. Technik, Technik, Technik. Was müssen wir uns ansehen? Interessant. Also so viele Terminals kann ich gar nicht gucken. So viele wie das da sind. Achso, wir sind hier immer noch in diesem einen Stück. Das heißt, wir könnten... Ne, da hoch kommen wir ja nicht. Hehe. Müssen wir zuerst das Ding hier nehmen. Dann können wir da hochspringen. Zack. So wie es vorhin schon der Fall war. Gut, das Ding ist jetzt erstmal geschenkt. Brauchen wir nicht. Aber auch hier geht's nicht weiter. So, jetzt haben wir hier noch eine Höhle. Okay, hier ist auch nichts. Okay. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Aber hey, wie es hier weitergeht, das machen wir erstmal in der nächsten Aufnahme. Abgesehen davon, dass ich einmal ein Wurfgeschoss brauche für diesen AT-ST. Oh, gut, das war jetzt nochmal so zum Just for Fun. Okay, also gut, wie es hier weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Aufnahme von Star Wars The Force Unleashed. Ich kann auch schießen. Guck mal hier, peng. Ping, ping, ping. Aber es scheint hier nicht so zu interessieren. Sterben? Nö, keine Lust. Also dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Star Wars The Force Unleashed wieder.